so freut, dass du gekommen bist. Und danke noch mal vielmals für die tolle CD. Ich habe wirklich Freude. Freut mich, dass du dich freust. Willst du noch ein bisschen Prosecco? Nein, ist gut, Mama. Oder lieber ein Bier? Nein, Mama, ist wirklich Ich habe im Kühlschrank. Ich habe extra gekauft. Soll ich dir eins holen? Ja, also gut. Merci. Voilà, Monsieur. Danke. Was für eine CD hat der Sohn mal geschenkt? Leng Leng, live in Vienna. Oh! Kommt von ihm nur immer so tolle Geschenke. Da. Gell, du? Rosi, willst du noch etwas zu trinken? Nein, danke schön. Für mich ist es gut. Merci. Was? Bist du bereit? Oh, ich rieche die ganze Saft. Was? Die ganze Saft. Geh mal. Jetzt, komm! Komm! Was ist los? Sei nicht so blöd, du weißt ganz genau, von was das ich rede. Mann, komm mal hier oben ab, okay? Ein Grüssel bist du. Das könnte deine Mutter sein. Geht's dir eigentlich noch? Und zudem hat sie einen Partner seit 8 Jahren. Das habe ich doch nicht gewusst. Dursi ist sehr eine gute und alte Freundin von mir. Kannst du dir vorstellen, wenn ich mich fühle? Was ich für ein Bild in meinen Kopf hineinbrennt hat. Ja, aber sind wir doch ehrlich, es ist doch nicht so schlimm. Ich meine, wir haben einfach... Was ist so schlimm daran? So etwas macht man einfach nicht. Was, etwas macht man einfach nicht? Das ist ja nichts Verbotliches oder so. Gehst du eigentlich noch zu deiner Psychologin? Ahoi. Hoi. Ich wollte nur schnell sagen, dass mir leid tut wegen dem mit Ursula und sowas. Aha. Oh, das ist aber lieb. Ja, du, das war sicher nicht richtig. Aber wir können ja dann mal noch reden drüber. Dann mal. Okay, ja, also ich wollte dich nicht länger aufhalten. Also. Nein, das tust du nicht. Ich bin darum einfach wirklich gerade am Putzen und aufhungend. Küche und so. Okay, ja, also ich muss auch noch Zahnarzt und so. Also, ja. In dem Fall, tschüss. Tschüss, Raphael.